Also gegen 6.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A93 zwischen den Anschlussstellen Schwandorf-Mitte und Schwandorf-Süd in Fahrtrichtung Regensburg. Ein tschechischer LKW 7,5 Tonner verlor nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Hinterreifen. Durch dieses Trümmerfeld fuhren drei PKWs, die dabei leicht beschädigt wurden. Ein weiterer Kühllaster und ein Sprinter kamen nach jetzigem Stand der Ermittlungen zu stehen. Ein nachfolgender Holztransporter fuhr aber auf diesen Kühllaster bzw. auf den Sprinter auf. Dabei wurden die Insassen des Holztransporters schwer verletzt. Der Beifahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik abtransportiert. In die Unfallstelle fuhr auch noch ein Gefahrguttransporter, der am Heck einen leichten Schaden zu verzeichnen hat. Gefahrgut ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht ausgetreten. Es waren insgesamt 9 beteiligte Fahrzeuge in diesen Unfall verwickelt, dabei 3 Sattelzüge, 3 LKW, 7,5 Tonner und 3 PKW. Die Schadenssumme wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Amberg ordnete an die Unfallstelle einen Gutachter zur Unfallaufnahme.